also aus beruflichen Gründen lege ich mich schon so an. Ich kann es halt gerne. Und wenn Gentleman's Ride noch ist, natürlich legen wir uns schön an. Das ist für beide Zeit. Früher hat man das noch eher gemacht und jetzt eigentlich nur zu bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel heute Vintage Style Gentleman's Ride. Leider nicht. So schön machen wir nicht, aber für die Ride machen wir das gern. Bequem ist es schon, aber halt nicht zwar unbedingt sicher. Aber die Jungs haben da schön alles gut organisiert und dementsprechend ist es auch wirklich sicher durchgegangen. Sie haben halt wirklich die Straße zum Teil blockiert. MC Hurricanes, danke noch vielmals. Es ist suboptimal, weil man hat weniger Schutz. So war es halt in den 50er, 60er Jahren. Ja, also ich finde es sehr bequem und ich kann mich nicht beschweren. Wir sind gut dahergekommen, also ja. Sagen wir es mal so, man muss da ein bisschen das Auge zudrücken, weil man fährt natürlich wirklich komplett ohne Schutzausrüstung, aber luftig und bequem, würde ich sagen, sicher. Ja, ich glaube, das ist schon bequemer, als wir jetzt täglich fahren. Also ja, passt schon. Das Outfit jetzt, ich weiß nicht, ob ich Marken nennen oder Namen nennen. Da habe ich vom Shop Tivoli die Jacke. Der Rest ist eigentlich aus der Türkei. US Polo Hemd, Krawatte auch von der US Polo, die Schuhe von aus der Türkei. Genau. Woher das stammt? Hälfte Italienisch, Hälfte Englisch. Ich weiß, das ist zum Teil so alt. Schwierig zu sagen. Aber wahrscheinlich aus Italien. Du öfters dich kaufen. Also das ist eigentlich der Anzug ist von meinem Opa ursprünglich und den hat jetzt meine Schwiegermama hat den umgenäht für heute besonders und genau.